Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Deus Ex. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft, in den Kontrollraum zu kommen, nachdem ich in der letzten Folge schon ziemlich verwirrt war, warum wir wieder hierher gekommen sind, also wieder in dieses Kommandozentrale reingekommen sind, bis ich festgestellt habe, da oben geht's ja weiter und hier ist auch die Tür. Jetzt können wir uns hier mal anschauen. Wir hatten doch auch, ist das der richtige? Das Command und Zebra? Bin mir nicht sicher, ob es für den hier ist. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. So. Command und Zebra 42. Nein, das war anscheinend nicht der Fall. Ja, okay. Das finde ich schade, dass das hier nicht gepasst hat. 2500. Ja, ich bin da echt immer belegen, ob ich den Computer auf voll machen soll. In der Hoffnung, dass vielleicht dann diese Dinger noch langsamer runtergehen, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben. Alles klar. Schauen wir uns erst einmal kurz um. So viel Zeit muss noch sein. Aha. Hier ist alles unter Strom. Auf Ebene 2 soll es ja sein, wo wir da hin müssen. Wenn ich mich recht erinnere. Ob das dann hier unten ist? Und irgendwo müsste auch der Dings noch sein. Oder ist es hier vielleicht? Verschlossen und da kommen wir noch nicht rein, richtig? Nee. Da kommen wir vielleicht später rein. Alles klar. Da war mal, da war auch keiner da. Hier hinten gibt's nichts. Ah ja, sehr schön. Und wir können uns aufladen. So, hallo. Oh, Sam Carter. Stimme weg. Sam Carter ist hier. Mr. Carter. Yep, they ran the old dog out. You were dismissed? All of us career types. They want cadets who've never been anywhere except UNATCO and the UNATCO Academy. Okay. Easier to manage, I suppose. Time to come out here and lend a hand. I knew what Savage was up against. I just didn't want to admit it. It's an honor to have you with us, sir. All right, enough bawling our eyes out. We've got work to do. Aber immerhin, er ist lebend da entkommen, das ist doch auch mal nicht schlecht. I didn't want to admit that UNATCO could be corrupted, but finally, I had to leave. Das ist schon mal gut. I guess it's not surprising to find a few crooks in a place protected by security procedures. The shadow of secrecy. It protects indiscriminately. Let's shoot the breeze later. Black programs are too far, if you want to know my opinion. The darkest shadows where guys like Page can operate invisibly, like parts of Area 51. Programs not even Congress can ask about. There's a time and a place for security, but the legislature has to stay vigilant, or there will be abuses. That's where we have the advantage against Bob Page. We've learned his secrets, his first line of defense. Time for you to move out, soldier. Okay, das war's dann wohl. Alles klar. I'm Dr. Savage. Thank you. We were close to surrendering when you landed. J.C. Denton. I'm working with Morgan Everett of the Illuminati. He's developed a cure for the Gray Death, and we were hoping to get time on your UC to manufacture it.
Everett contacted me just before the attack. Naturally, we'll manufacture the cure once the computer's back up and we get a containment unit for the UC. How close are you to being operational? My daughter's on an expedition to the Ocean Lab right now to find a schematic for the containment vessel. But Lord knows when the computer will be back up. It was damaged during the attack. I'll look at it. In addition to the UC, Everett and I need your connection to the Milnet. Yes, he said something about an artificial intelligence, the Echelon system, something called Icarus and Daedalus. Another attack happening as we speak. I'll explain later. Well, the main terminal is in the room at the top of the stairs. Log in G Savage, password Tiffany. I'll open the doors. I would say it's too dangerous. A lot of damaged equipment and hot power lines up there. But until the computers are up, the UC's just a box of bolts. Alles klar. Sehr schön. Reaktivieren Sie das Computersystem von Vandenberg. Nur so kann Everett Daedalus verteidigen und den UK aktivieren. Verbinden Sie Daedalus mit den Militärcomputern in der Nähe des Kontrollraums auf Ebene 2 des Kommandogebäudes. Und wir haben G, Savage und Tiffany. Alles klar? Schauen wir uns aber noch weiter um. Kann man hier vielleicht auch schon zugreifen? Ja, tatsächlich. Sehr gut. S. Carter, lange nicht gesehen. Ich habe lange gebraucht, um dich zu finden, Gary. Du hast deine Spuren gut verwischt, aber ich kenne noch einige Tricks und einige Leute. Das ist auch der Grund, warum ich schreibe. Seit ich die Armee verlassen musste, habe ich für die UNATCO gearbeitet. Diese Organisation hat höhere Prinzipien als Praktiken und ich fühle mich angesichts ihrer Methoden immer unwohler. Ich habe einen schlimmen Verdacht, aber ich will nicht, dass das hier jemand liest. Sie haben alle gefeuert, die nicht direkt von der UNATCO Akademie gekommen sind und die Satzungen auswendig kennen. Tja, deshalb bin ich auch heute gegangen worden. Ich habe gehört, dass auch du eine Meinung über die militärische Forschung hast und dass du dich selbstständig gemacht hast. Ich weiß nicht, woran du arbeitest, aber möglicherweise hat es etwas mit den Nachforschungen eines Freundes zu tun. Ich würde gerne helfen. Sag Bescheid, wenn du meine Hilfe brauchst. Es wäre schön, dich wiederzusehen. S. Savage wünscht mir Glück. Von T. Savage, wahrscheinlich von Tiffany Savage, an G. Savage. Ich bin Stadtklar, Dad. Carla und Stacy haben dafür gesorgt, dass ich alles habe, was ich brauche. Du weißt ja, als ich ein kleines Mädchen war, wollte ich nie Agentin oder Diebin oder Prinzessin werden. Ich wollte immer ein Wissenschaftler werden, wie du. Methodisch und vorsichtig arbeiten, das hast du mir damals beigebracht. Und genau das werde ich auch weiterhin tun. Ich weiß, dass wir uns noch sehen, bevor ich gehe. Aber ich wollte dir nur sagen, wie stolz ich auf dich und deine Arbeit bin und wie glücklich du mich machst, weil ich ein Teil davon sein darf. Mom wäre auch stolz auf dich. Ich weiß nicht, ob ich dir das alles sagen kann, wenn ich vor dir stehe. Also muss diese Nachricht ausreichen, bis ich zurückkomme. Alles Liebe, Tiffany. Jetzt haben wir noch von C. Brown an G. Savage. Empfang. Ich empfange über die Templar-Sensoren erste Signale. Es könnte sich um eine kleine Stoßtruppe handeln. Ich weiß nicht, ob sie uns einfach unterschätzen oder ob sie uns nur schnellstmöglich stoppen wollen. Na, wenn das alles ist, was sie auf die Beine stellen, wie auch immer. Ich hoffe, dass diese Bots aus Hongkong, die wir von diesen geheimnisvollen Wall-Täter bekommen haben, was taugen. Wir haben noch eine Stunde, bevor sie kommen. Ich überprüfe jetzt noch einmal die Bots, bevor hier alles den Bach runtergeht. Carla. Alles klar. Dann wollen wir erst einmal noch. We lost nothing critical during the attack. Gut. Erstmal aufladen. Wir müssen nämlich wahrscheinlich nochmal aufladen. Dann können wir vielleicht mit dir nochmal reden. I'm surprised anything up there survived the explosion. The main terminal is in the back, on the second level. We left a lift on the upper level, I'm afraid. You'll have to use the switch in the middle of the computer room to bring it down. We really need that system up, but don't get yourself electrocuted. We really need that system up. Yeah, okay. But don't. Majestic 12 will be back. We're close to having a UC, and they know it. I would be careful about trusting the Illuminati.
We lost nothing critical during the attack. Majestic 12 will be back. Ja, okay, das war das ja. And they know it. Das ist wahrscheinlich der UK, der noch nicht betriebsbereit ist. Perfekt. Jetzt sind wir endlich wieder voll. Sehr gut. So, nochmal kurz geheilt. Ich komme eh nachher nochmal wieder, um hier ein bisschen... Wow. Ja. Okay. Kann ich hier noch irgendwie was machen? Ich glaube nicht, oder? Ja, da müssen wir irgendwie durchkommen. Kann ich mich hier auch nochmal einloggen, dass ich das vielleicht richtig durchlesen kann? Nee. Okay. Dann hätte ich es nochmal ganz in Ruhe durchlesen können. Und da ist wahrscheinlich die Tür auch noch zu. Genau. Dann müssen wir da durch diese Tür irgendwie durchkommen und uns diese Stromstöße holen. Na gut. Versuchen wir mal unser Glück. Just bring up the system for Savage. I'll route Daedalus through your info link. Don't worry, there's very little risk. Ah, da hinten ist was, wo wir vielleicht rankommen könnten. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wir... Nicht doch. Nee. Bioelektrische Zelle, was ist das hier? Nanoschlüssel nochmal. Ebene 3 Nanoring. Okay, ich muss nochmal hoch. Ich muss mal schauen, was wir da oben machen können. Bevor wir da unten weitergehen. Ich meine, passieren kann nichts. Vielleicht können wir hier einfach einen anderen Weg nehmen. Naja, vielleicht aber auch nicht. Es sei denn, ich kriege den Dinger kaputt. Aber ein Multitool. Naja, gut. Alles klar. Wie gesagt, passieren kann nichts. Wenn wir können uns ja regenerieren. Über unsere EMP-Fähigkeiten. Wenn wir Schaden nehmen. Und diese können wir ja hier wieder aufladen. Ich hätte höchstens noch so ein Ding runterholen können, um darüber zu kommen. Um da drauf zu kommen. Da ist auch der Schalter. Okay, ich muss doch nochmal hoch. Ich will was ausprobieren, ob das so klappt. Jetzt nehmen wir nämlich den hier mal mit. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das klappt, ob das überhaupt was bringt. Wir schauen einfach mal. Mehr als schief gehen kann es nicht. Wenn ich stürze mal uns todesmutig durch das Ding durch. So. Da ist der Aufzug. Ja, okay. Dann müsste ich jetzt hier durchspringen, um das zu holen. Oder ich schalte den Strom hinten aus. Aber ganz ehrlich, das... Ganz ehrlich, das ist mir zu blöd. Da bewahre ich mir lieber dieses Ding auf und heile mich nachher nochmal. Oder beziehungsweise lade mich nachher nochmal auf. Okay, das war das. Jetzt müssen wir hierher. Da können wir es wahrscheinlich ausschalten, aber ich glaube, das ist nicht nötig. Wie gesagt, wir können uns jederzeit wieder
heilen und wieder aufladen unten. So, und ich glaube, jetzt sind wir schon da. Das war einfacher als gedacht. Savage. Tiffany. So, mit Millnet verbinden. E-Mails. Die haben wir schon gehabt. So, mit Millnet verbunden. Okay. Hold on, something's... You forgot about the Aquinas protocol. I was listening to Daedalus all along. Wait. The AIs seem to be merging. And I have another surprise, Denton. Find Savage in the control room. I have an announcement. Okay, das ist jetzt etwas nicht so Gutes. Ich würde sagen, das ist etwas schief gegangen. Ja... Helios und Daedalus verschmelzen. Nee, nicht Helios. Icarus. Wir haben gerade. Ja, hier war's. Helios. Das heißt, ja, wenn ich es richtig verstanden habe. Sie hat ja gerade gesagt gehabt, sie verschmelzen. Okay. Die KIs scheinen zu verschmelzen zu Helios. Also Daedalus und Icarus zu Helios. So rum. Aber erstmal wollte ich hier schauen. 3000 irgendwas. Langt immer noch nicht ganz, aber fast. Gut. Die Stromversorgung hier hat auch aufgehört. Das heißt, wir können einfach runtergehen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was Bob Page zu bereden hat. Something went wrong, JC. Nochmal ganz kurz aufladen. So, jetzt sind wir nämlich wieder vollständig geheilt und aufgeladen. Jetzt bin ich gespannt. Ah, da ist er ja. Excellent, we're all here. You aren't in a position to make any demands, Paige. On the contrary, my mission might have failed, but so did yours. I captured your daughter an hour ago. Tiffany. She's been quite forthcoming. So you were hoping to find a containment unit in the ocean lab. I demand to see my daughter immediately. Well, like you, we lack certain components of a universal constructor. The reaction modules you stole when you left Area 51 to go into business for yourself. Don't negotiate. Oh yes, Mr. Denton. I wanted you here for a reason. Look at me. You interfere in any way, I will kill that young woman. I mean it. I want those components, Savage. You will bring them to the abandoned gas station west of Vandenberg in exactly 1 hour. You hurt my daughter, and I swear to God. Bring me the reaction modules. Okay. I don't think we have a choice. Oh, I should have never let her go. Paige will resume production of the plague if he gets the components to build a UC. I know. But I can't let them kill Tiffany. Tell them you're sending someone with the components. I'll have my pilot drop me off where they're holding your daughter. Maybe I can rescue her. That's too risky. We don't have a choice. Trust me, she'll be fine. Yes. Yes, we've got to try it. Just don't let anything happen to her. Mr. Denton, thank you. Here's a photograph so that you can identify her. Alles klar. Aber was meinte mit Bob Page? Seine Pläne haben auch nicht geklappt, genauso wie unsere. War das die Verschmelzung der KIs auch nicht so, wie er gewollt hat? Auf jeden Fall hat er auch keine funktionsfähige UK. Das heißt, er kann im Moment keine Viren produzieren anscheinend. Auch nicht schlecht. So. Das ist er. Okay, Tiffany Savage, den müssen wir jetzt retten. Das heißt, retten Sie Gary Savage's Tochter Tiffany. Majestic 12 hält sie an einer Tankstelle fest. Okay, das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich wieder raus. Tiffany is the last of Gary's family. A spy for Paige assassinated Gary's wife shortly after we came here.
Mhm. Mr. Denton, whatever it takes, get her back. Ja, wir versuchen's mal. A spy for Paige assassinated. Tiffany is Gary's only child. I hope you find her. Ja, das hoffe ich auch. Something unexpected happened when I brought up the computer. Yes? The AIs joined together into an entity called Helios. A trap Paige had laid. He's always controlled communications. We can't challenge him there. I hope you keep the UC on a local network. The Akinas protocol leaves us no choice but to stay offline. You simply can't use Internet 3 without a machine at Area 51 knowing about it. I don't know whatever it was expecting to accomplish. I guess it backfired, whatever his plans were. JC, if you find my daughter, tell her I'm sorry. I'm sorry I had to risk her life. Klar, machen wir. I've lost so many of my people this way. Okay, sonst gibt's anscheinend nichts mehr. Hast du noch was? You think I'm doing the right thing? Going after Savage's daughter? Absolutely. Never negotiate with a terrorist. Tiffany could lose her life. Never negotiate. You will only encourage more acts of terror. Besides, you're gonna bring Tiffany back alive. Yes, sir. I'll do what I can to get her back. Okay, jetzt hoffen wir auch, dass wir das schaffen. Know much about the Echelon system? Bits and pieces. Why? Morgan Everett just had me connect two Echelon AIs together. They've merged to form an entity called Helios. Sounds like Everett was making a play for power, and it backfired. What does that do for Majestic 12? I'm not sure. UNATCO was aware that the Daedalus system had become unreliable, but no one knew why. Icarus was the same system with a few modifications. Paige seemed to think he had won. Perhaps. The NSA's had the internet hardwired through Area 51 since the 30s. But if components of Daedalus are still active, I would bet his control is less than absolute. I hope you're right. Thanks. Okay, sonst noch was? I know you can pull off the rescue. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt wieder rausgehen, zu unserem Hubschrauber kommen. Und dann geht's zu dieser Tankstelle und da versuchen wir, Tiffany zu retten. Aber das alles erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und tschüss.